kann ich in Zelda Tears of the Kingdom den ersten Boss ohne Fähigkeiten besiegen? Normalerweise soll man mit der Ultra-Hand seine Schwachstelle rausreißen, um ihn dann angreifen zu können. Oder man nutzt die Zeitumkehr, um zu ihm nach oben zu kommen. Man hat also viele Möglichkeiten. Aber jetzt bin ich ohne Fähigkeiten direkt am Anfang hier hingelaufen und alleine das war schon gar nicht so einfach. Ohne Fähigkeiten muss ich seinen Angriffen erstmal ausweichen und dann seinen Schwachpunkt treffen. Nimm das und das und das! Sehr schön. Dann fliegt er auseinander und dann kann ich noch mehr Schaden machen. Okay, jetzt kommt die Würfelformation. So, er rollt zu mir her. Sehr gut, dann kann ich ihn treffen. Und ein bisschen zurückstoßen. Und zack, sehr schön, wieder auseinandergeflogen. Und ich kann mehr Schaden machen. Reicht es sogar schon? Ja, ganz knapp noch nicht. Okay, aber noch ein paar Treffer, dann ist er tot. Okay, jetzt kommt die UFO-Formation. Das ist die schwierigste, weil ich ihn da so weit oben nicht treffen kann. Ich werde also ein paar meiner Waffen auf ihn schmeißen. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich hier habe. Und noch eine weitere Route. Er ist schon fast tot. Wenn er etwas niedriger ist, kann ich auch versuchen, ihn so zu treffen. Ja, knapp. Komm schon jetzt. Ja, Volltreffer. Und das war's. Nice.